ist schon, ne, immer ein bisschen individueller. Das ist schon auch ein Verkaufsargument, ne, einen Touring zu bringen, welcher vom BMW nicht kommt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es regnet, glaube ich, noch draußen, deswegen fangen wir heute... Ah, es hat aufgehört. Es hat aufgehört. Wir haben heute einen schönen Alpina da. BMW Alpina. Sagt man eigentlich Alpina? BMW Alpina oder Alpina? Alpina D5, 3 Liter Biturbo. Basis ist der bekannte BMW 3 Liter Biturbo Motor mit 313 PS bei BMW. Hier haben wir 350 PS und 700 Newtonmeter. Bekommt bei uns eine Stage 2, no? Inklusive Getriebe-Upgrade, also Software fürs Getriebe, TCU, ECU. Wir fahren jetzt dann im Nichtregen, aber noch im Nassen mal auf die Autobahn, für euch 100, 200. Und geht's los, oder? Was denn los? Mir ist warm. Aber wir haben kein GPS. Ja, das kommt gleich noch. Aber Antenne ist dran. Mehr kann ich auch nicht machen. Aber da steht... Ah, GPS ist da. Sag ich doch. Entspann dich doch mal. Kevin. Kevin, ich geh... Also, beim nächsten Video war ich beim Friseur. Boah, ich sehe aus. Ich habe keine Kappe auf. Sieht ja keiner. Ist schon, ne? Immer ein bisschen individueller. Man hat natürlich bei Alpina auch echt viele Möglichkeiten, so ein Auto sich... nicht kostengünstig auszustatten. Mich wundert immer so ein bisschen, dass wir trotzdem doch häufig Alpina auch zu Gast haben für reine Software, weil sie sind ja schon optimiert. Gehe ich auch gerne gleich mal vor dem Computer drauf ein, so die Basisunterschiede von so einem Alpina zu jetzt einem 535 Diesel. Hm? Sind Nuancen, aber Nuancen sind ja auch Veränderungen. Was man auf jeden Fall sehen muss, ist, ich weiß nicht, ob das Video bis dahin kam schon oder es noch nicht kam, wenn man diesen B5S aktuelles G-Baureihe nimmt. Es ist halt der M5 als Touring. Potenzial ist ähnlich gleich M5. Viele sagen, ne, wir würden sofort einen M5 Touring kaufen, aber den gibt es nicht. Deswegen nehmen wir die teurere Variante von Alpina. Also das ist schon auch ein Verkaufsargument, ne? Einen Touring zu bringen, welcher vom BMW nicht kommt. Ich hatte mal geliebäugelt mit einem Winterauto, war nämlich ein günstiger D3 E90 Basis, 2 Liter. Die hatten dann statt 163 PS 200, boah, lass mich, ich hab's jetzt nicht im Kopf, 204 PS oder so, gab's mal super günstig ein Auto mit 2, 3 kleinen Schäden. Und da hatte ich mir überlegt, vor 6 Jahren oder so ein Winterauto zu holen, 5, 6 Jahren. Hab ich aber nicht gemacht, weiß auch gar nicht warum. 200, was hat der? Ich hab's jetzt nicht im Kopf, 210 Basis? Ist halt ein 2 Liter Dieselmotor mit größerem Lader auch und anderen Injektoren. Ja gut, so, wir fahren auf Sport. Oh, dann macht der DSC aus. Sport Plus. Ja, und? Nur für unsere Community, Sport Plus. Sport Plus, ne? Ja. So. Und...
Strecke 367,6 PS und 663 Newtonmeter. Und ich gehe jetzt direkt auf unsere Leistung ein. Unsere Stage 2 macht 427,2 PS und 782 Newtonmeter. Da ich jetzt nicht schon wieder, guck mal, das haben wir gemacht, aber zeigen möchte, wie ich vorhin gesagt habe, ich kann euch mal gerne zeigen, den Unterschied von der Basis her. Also der Alpina B5, 350 PS, wenn ich den mit einem Datensatz vergleiche von einem 535 Diesel, ja, Alpina bedient sich ja einer Basissoftware von diesen Modellen, sieht man hier schön das Drehmoment. Du hast hier direkt schon mal einen Unterschied in der Drehmomentfreigabe. Also das rote ist Alpina Seriendatensatz. Ja? Da legen die halt schön nach. So, dann hast du hier ganz, übernehmen die einfach die Kennfelder. Also du hast sogar, das ist alles kein Unterschied. Das ist alles identisch zu einem 535 Diesel. Ja? Also wenn du keine blau oder rot siehst, ist das alles identisch. Das ist der Original 5er Datensatz, das ist der Alpina Datensatz hier oben. Ja? Hier hast du eine Änderung, eine kleine Änderung gemacht. So, alles identisch. So, dann haben wir hier Fahrerwunsch. Kennfelder sind auch, das sind hier Fahrerwunsch. Was wird angefordert per Fahrerwunsch? Auch deutlich mehr. Hier auch Skalierung geändert. Auch eine Temperaturbegrenzung hier. Auch deutlich höher. Hier wieder Drehmomente. Die ganzen Hauptdrehmoment-Kennfelder, alle zum Beispiel hier, werden umgerechnet 60, 55 Newtonmeter mehr angefordert, zum Beispiel. Ja? Oder hier ist ein Begrenzer einfach auf 800 geschrieben, ne? Dass du gar keine Begrenzung hier mehr hättest. Das regeln die alles mit den Einzelbegrenzern. Noch kleine, ja, viel echt Temperaturbegrenzer werden bei Alpina oft, also die können halt mehr Temperatur ab. So, das war's, also das ist schon einiges, ja. Was hier komplett umskaliert worden ist oder umgeändert worden ist. Rauchbegrenzung sehe ich auch hier, klar. So, und wir packen natürlich auf diesen Datensatz können wir halt nochmal Leistung sehen. Deswegen haben wir Leistung packen. Deswegen, also wir können, ähnlich wie beim 535 Diesel, können wir halt noch Kennfelder anpassen. In der Theorie sind es die gleichen Änderungen, die wir auch beim 535 Diesel machen, nur auf einem anderen Niveau und angepasst. Ja, also zum Beispiel der Ladedruck mehr, die Ladedruckanforderungen, die wir mehr jetzt holen hier, halt beim 1, also beim 535 Diesel oder bei dem 313 PS, wenn es ein normaler BMW ist, fahren wir dann schon 180 Millibar mehr Ladedruck. Hier fahren wir zum Beispiel nur noch 60 Millibar mehr, weil wir eh schon ein höheres Grundgerüst haben. Ja? Aber wie gesagt, die passen wir komplett auch alle nochmal mit an. Gut, 427,2 PS, 782 Newtonmeter ist ein Wort. Wir sehen uns jetzt gleich im Auto wieder, oder? Ja. Ich stehe auf Sport. 16,2. Ja. Das wird nix. Ich glaube, das wird was. Echt? 13,9. 16,2. Ja, ich sehe alles. Alles gut. Ja. Kevin. Ja. Ja, das ist. Die Zuschauer sehen ja nicht die. Egal. Das ist eine Abfahrt! Ja. Gerade eben hatten wir noch 200 auf dem Dach, aber ja. 13,9, das sind ungefähr 2,3 Sekunden, die wir jetzt schneller sind. Das heißt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.